Konnichiwa und somit herzlich willkommen bei Mech Games. Mein japanischer Akzent ist für den Arsch. Okay, Spaß beiseite, Leute. Ich habe mir überlegt, nochmal den Dragon zu spielen. Und wer möchte, kann auch bis zum Schluss warten und sich die Endcard sich anschauen. Da ist neues Design und neue Musik. Okay, japanischer Akzent mal komplett rauslassen. Ich habe mir überlegt, einmal kurz zu zeigen, was ich im letzten Liao-Play nicht erklärt habe. Und zwar einfach die Farbsättigung hier zu stärken. Und das habe ich hier auch gemacht, wie beim anderen Liao-Play, wo ich den Dragon gespielt habe. Und ich wollte es einmal kurz erklären, damit die Leute wissen, hä, was macht er da? Und warum hat er das gemacht? Ja, ist einfach nur eine Farbsättigung. Ich hoffe, man kann das hier den Unterschied merken. Ich weiß es nicht. Aber sonst würde ich sagen, geht es auch gleich direkt ab in die Werkstatt. Einmal kurz schauen, was für eine Bewaffnung ich hier mit drin habe. So, Moment. So. Ja, die Firepower ist jetzt momentan nicht so stark, aber ich denke mal, dass ich damit auskommen könnte. So, einmal kurz hier was abändern. Mhm. 25, okay. Ich denke, da gibt es noch andere Möglichkeiten, den Dragon auszurüsten. So, einmal kurz schauen, was wir hier nehmen könnten. Leider ist zu teuer. Schade, schade. Schade, Marmelade. Aber das wäre eine Möglichkeit. Da müsste ich auch keine Kohle ausgeben. Ja, das wäre jetzt so gesehen eine Shotgun. So wie ich das immer bei anderen YouTubern gehört habe. Also wenn ich es richtig verstanden habe und mal schauen, wie ich damit umgehen kann. Ich benutze die Waffe eher selten. Die LB-10X. Oh, das ist aber auch eine extrem hohe Reichweite. Nicht schlecht. Gut, ich habe jetzt keine Punkte bei den Skilltrees drin. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich. Ihr könnt hier das halt skippen oder ihr schaut euch noch das bis zum Ende an und dann werde ich das erste Video kommentieren und danach kommt noch ein Play, was ich dann aber wahrscheinlich nur als Gameplay hochladen werde. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Bis gleich. Heute, meine Schüler, gehen wir den Weg der Kriegers im Ehrenkodex des Bushidos. Macht euch bereit, als Samurai auf dem Schlachtfeld mir zu dienen. Und das ist die perfekte Überleitung zu dem, was ich gesagt, aber nicht gemeint habe, weil es wird nach diesem Play kein Gameplay hochgeladen. Ich werde nur dieses eine Play jetzt hier kommentieren. Nach den Feiertagen, also nach Weihnachten und so, werde ich dann wie gewohnt wieder Gameplays hier hochladen. Und ich habe mir überlegt,
so gut es geht, hier auch eine andere Bewaffnung mit reinzunehmen. Ich hoffe, dass ich das bei den Gameplays dann nicht vergesse, dass dann auch eine gewisse Abwechslung mit dabei ist. Nicht, dass man sagt, okay, da hat jetzt nur das Design etwas abgeändert, aber die Bewaffnung ist dann wie bei den Liao-Plays ziemlich gleich geblieben. Da werde ich schon schauen. Ich hoffe, dass ich es nach den Feiertagen nicht vergesse. Und ja, würde ich sagen, let's dance. Ich bin echt gespannt, wie ich jetzt hier diese Runde abschneiden werde. Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, in den nächsten Plays, die jetzt kommen, das werden jetzt hier auch wieder Mechs mit dabei sein, die dann dieses Kurita-Design haben. So ein bisschen abwechselnd halt, ne? Nachdem ich dann ein paar Liao-Plays gemacht habe, dann kommt dann auch ein paar Kurita-Plays und dann habe ich mir auch überlegt, dann die Endcard etwas abzuweichen. Also da habe ich schon das Design etwas abgeändert, auch andere Musik ist zu hören. Ihr könnt es, wie gesagt, euch gerne anschauen oder euch anhören. Ist euch natürlich frei überlassen. Und für diejenigen, die jetzt ganz neu auf diesem Kanal sind und gerade dieses Video sich hier anschauen, die können bei der Endcard, ja, die werden da auf jeden Fall weitergeleitet zu den letzten Videos. In der Beschreibung natürlich werdet ihr auch weitergeleitet zu weiteren Seiten, auf denen ich dann mich registriert habe, könnt ihr euch auf jeden Fall mal mit anschauen. Also ich habe da auf jeden Fall ein paar Links mit dabei, wo ich dann bei Facebook unterwegs bin oder bei Twitch, obwohl ich noch keine Twitch-Aufnahmen hochgeladen habe. Ich denke, dieses Jahr wird das auch nichts, dass ich bei Twitch irgendwelche Plays dann im Livestream hochlade oder so. Ich muss mich noch damit auseinandersetzen, wie ich mich bei Twitch, dieser japanische Akzent, ne? Ah, wenn du einmal damit angefangen hast, dann macht es schon etwas süchtig. Ich weiß nicht, ob das so wahrgenommen wird. Man muss ja mal so ein bisschen sich das auch anhören, wie Japaner so auf Deutsch reden. Das ist manchmal sehr oft langgezogen, finde ich. Also die meisten Wörter, die sie so aussprechen, sind sehr langgezogen. Ich weiß nicht, ob ich das genauso hinbekomme, aber es hat gerade gepasst, weil ich die Kurita spiele. Es war wirklich nur just for fun. Gut. Concentration. Werde eins mit deiner Umgebung. Genau. Also, wenn man das etwas genau abschätzt, dann kann man hier auch sehr viele Kills hier mit den LRM machen, ohne dass man jetzt groß die andere Bewaffnung dafür braucht. Ich weiß nicht, wie die nächsten Plays dann werden, wie ich da so abschneide, aber ich denke schon, wenn man das sehr gut abschätzen kann, dass ich hier auch komplett safe ohne Kratzer hier rauskomme. Also das geht. Aber so viel Munition habe ich nicht dabei. Deswegen nur immer dann LRM abschießen, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man den Kill bekommt. Für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, die sich jetzt fragen, warum hat er denn LRM mit dabei? Also, wer die anderen Plays gesehen hat, auch mit dem Centurion, wo ich dann diese Liao-Fraktion oder zumindest das Design dazu dann angelegt habe, da kann man das gut beobachten, wie ich mit den LRM-Raketen umgehe, ist hier so gesehen nicht anders. Nur die Hauptbewaffnung wäre dann in dem Fall etwas andere. Aber ich denke, dass ich jetzt noch nicht so schnell offensiv spielen werde. Oh, jetzt wurde ich doch getroffen irgendwie. Hey, 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 hey. Oh, der ist aber schnell unterwegs. Okay. Oh, den hat er auch noch mitgenommen. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht.
Ja, diese kleinen Light Mace, die darf man echt nicht unterschätzen. Wenn sie dir im Nacken sitzen, dann hast du sehr schnell verloren. Das geht dann ratzfatz. Ob ich noch einen Kill hier mache? Wäre ja nicht schlecht. Alles klar. Gut, dieses Match haben wir hier auf jeden Fall gewonnen. Und dann würde ich sagen, euch noch schöne Feiertage gewünscht. Bis zum nächsten Video. In dem Sinne, Sai Kai.